Korallenfetischisten, aufgepasst, es gibt wieder ein neues Korallenspiel auf dem Markt. Ich möchte es euch kurz vorstellen. Es geht nämlich um Lumicora. Lumicora von Rita Model, ein neues Kennerspiel aus dem Hause Pegasus für 2 bis 4 Spieler, 40 bis 60 Minuten ab 10 Jahre. Und ich möchte euch Lumicora einmal ganz kurz vorstellen. Ich erkläre euch einmal ganz kurz die Regeln. Ich habe das Spiel für 3 Spieler aufgebaut und danach komme ich mit einem Kurzfazit wieder. Bis gleich. Ich habe hier das Spiel einmal für 3 Spieler aufgebaut. In der Mitte haben wir das Standard-Tableau. Ich habe jetzt die Standardvariante aufgebaut, wo wir die Kalksteinmarker auf den Vorrat legen. Wir haben hier einen Rundenmarker, der startet bei Runde 1. Und für jeden Spieler gibt es hier einen kleinen Zählfisch, der die Punkte zählt. Wir haben hier noch so 50-Punkte-Marker, die könnt ihr daneben legen. Falls ihr die 50 Punkte überschreitet und einmal durch, dann könnt ihr hier euch merken, dass ihr quasi über 50 Punkte habt. Dann bekommt jeder Spieler ein Tableau. Wir haben jetzt die A-Seite gewählt, das ist die Standardseite. Wir bekommen ein zufälliges Startluminos, das ist dieses Plättchen und das sind die einzigen Plättchen, die hier 2 verschiedene Korallenarten zeigen. Das wird hier in die Mitte gelegt. Wir bekommen hier von jeder Farbe einen kleinen Wertungsmarker mit der Nicht-Quallenseite nach oben, also mit der Quallenseite nach unten. Und wir haben hier 4 Startluminos, die wir aus dem Beutel ziehen. Den Beutel müsst ihr vorher präparieren, da kommen so viele Luminos-Plättchen rein, je nachdem, welche Spielerzahl ihr habt. Also auf den Rückseiten der Luminos-Plättchen stehen teilweise ja so ein paar Fische und diese Fische müsst ihr dann quasi reinsortieren, wenn ihr die Spieleranzahl erreicht und die, ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit drei Spielern spielt, müsst ihr die mit 4 Fischen aussortieren. Ja, kennt ihr ja, also wir spielen nicht mit ein Luminos-Plättchen in jeder Spielerzahl. Ja, diese 4 Stück gibt es. Es gibt einen Startspielermarker, das ist jetzt, sagen wir mal, er hier. Und wir haben hier eine Auslage von 4 Luminos-Plättchen, die am Anfang ausgelegt werden. Und dann sind die Spielvorbereitungen abgeschlossen und dann kann es auch schon losgehen. Das Spiel wird über 10 Runden gespielt. Und innerhalb dieser 10 Runden wollen wir schaffen, möglichst viele Siegpunkte zu erlangen. Das können wir zum einen machen durch Wertungen, die wir auslösen können. Wir können am Ende Punkte durch Symbole erreichen und doch durch Flächen. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Punkte für Kalksteinmarker und noch Wertungsplättchen, die wir hier auf dem Tableau haben. Und wer nach 10 Runden die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Ist ein Spieler am Zug, kann er eine von 3 folgenden Dingen tun. Das erste, was ein Spieler machen kann, er kann eins seiner Luminos-Plättchen hier in seiner eigenen Auslage in die allgemeine Auslage legen und sich dann so viele Kalksteinmarker nehmen, wie die Zahl des Luminos-Plättchen zeigt. Das heißt, würde ich jetzt hier eine 6 hinlegen, würde ich mir hier 6 Kalksteinmarker aus dem Vorrat nehmen und in mein Kalksteinlager legen. Mein Kalksteinlager hier hat eine Maximalanzahl von Plätzen, nämlich 10 Stück. Das heißt, alle überzähligen, die ich bekommen würde, gehen verloren. Ich muss die also vorher ausgeben. Das zweite, was ich in meinem Zug machen kann, wenn ich das nicht machen möchte, sagen wir mal, ich habe das jetzt nicht gemacht, ich würde jetzt mir die 6 Kalksteinmarker nicht holen, ich könnte mir Luminos-Plättchen aus der Auslage nehmen. Und das funktioniert so, dass ich auch erstmal ein Luminos-Plättchen von meiner eigenen Auslage abgeben muss, es in die Auslage legen muss, diese 5 zum Beispiel, und dann kann ich mir von einer anderen Farbe, nämlich nicht rot, wenn ich jetzt rot gelegt habe, von einer anderen Farbe so viele Luminos-Plättchen nehmen, wie hier liegen. Das heißt, ich könnte mir jetzt diese beiden grünen hier nehmen und diese beiden würde ich dann erstmal auf die Hand bekommen. Habe ich am Ende meines Zuges Luminos-Plättchen auf der Hand, so wie jetzt, muss ich diese legen oder ich muss mich entscheiden, diese abzuwerfen. Entscheide ich mich, sie abzuwerfen, weil ich sie vielleicht nicht bauen möchte oder nicht bauen kann, dann muss ich pro abgeworfenem Luminos-Plättchen einen Siegpunkt opfern auf der Siegpunktleiste. Und wenn ich sie bauen möchte, dann muss ich einige Bauregeln, einige Legeregeln beachten. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir haben zum einen, wir müssen für jedes Luminos-Plättchen, was wir auf ein Wasserfeld legen und nicht auf ein Kalksteinfeld, also für jeden Bereich des Luminos-Feldes, also für jeden Kreis im Grunde genommen, einen Kalksteinmarker zahlen. Das heißt, würde ich so legen, müsste ich einen Kalksteinmarker zahlen, weil hier ein Wasserplättchen ist. Würde ich es hier irgendwie in die Mitte legen, mit 2, müsste ich 2 Kalksteinmarker zahlen. Kann ich die nicht zahlen, kann ich das Plättchen nicht legen und ich muss es abwerfen für einen Siegpunkt. Genau. Und jetzt gibt es noch weitere Legeregeln. Es ist natürlich so, wir dürfen nicht außerhalb hier dieses Bereichs legen, also wir dürfen nur innerhalb dieser weißen Kreise legen. Dann ist es so, dass wir natürlich nur ebenerdig legen dürfen, also nicht so schräg, dass das kippelt, das ist auch ganz klar. Und dann dürfen wir Luminos-Plättchen nie
quasi deckungsgleich übereinander legen. Das heißt, ich darf ein Luminos-Plättchen nicht so legen. Ich muss es immer quasi über zwei verschiedene Luminos-Plättchen legen. Und dann gibt es noch eine Regel, nämlich die angrenzend Regel. Ich muss jedes Luminos-Plättchen, was ich lege, angrenzend zu einem anderen Luminos-Plättchen der gleichen Farbe bauen, legen, sofern ich diese Farbe schon auf meinem Tableau hier in der untersten Ebene zur Verfügung habe. Genau, das heißt, ich müsste jetzt dieses grüne Plättchen hier irgendwie an dieses grün andere grüne Plättchen anlegen. Das heißt, ich könnte es jetzt so legen. Ich darf aber auch, wenn ich eine neue Ebene erschaffen möchte, das Luminos-Plättchen hier so drauflegen. Dann würde ich hier diese beiden Luminos-Plättchen überdecken. Und es ist ja auch angrenzend, nämlich zu dem unteren. Es reicht auch, wenn eine Farbe angrenzend ist. Ja, das heißt, so dürfte ich das dann auch legen. Ich dürfte es aber jetzt, ja, zum Beispiel, wie machen wir das? Ich dürfte es auch so legen, zum Beispiel. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu legen. Was ich halt nicht legen darf, ist das so gleich in der gleichen Ausrichtung wie das Plättchen darunter. Genau, weil ich jetzt keine Kalksteinmarke habe, würde ich die Plättchen so legen. Dann muss ich am Ende meines Zuges noch gucken, haben wir genug Luminos-Plättchen in der Auslage? Haben wir weniger als vier Luminos-Plättchen? Ziehen wir aus dem Beutel noch so viele Luminos-Plättchen, dass dort wieder vier liegen, damit der nächste Spieler auch mindestens eine Auswahl von vier Luminos-Plättchen hat. Das war die zweite Option. Jetzt kommen wir zur dritten Option und das ist ja eigentlich relativ einfach. Wir können einfach ein Luminos-Plättchen aus unserer eigenen Auslage legen und ja, das müssen wir aber, da müssen wir trotzdem ein Luminos-Plättchen aus unserer eigenen Auslage dafür opfern. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin, könnte ich auch einfach ein Luminos-Plättchen hier wieder in die Mitte legen und dann nehme ich mir ein Luminos-Plättchen und zwar wirklich nur eins, egal welche Farbe das hat und wie viele Farben ihr da in der eigenen Auslage hat, um dieses Plättchen dann auf die Hand zu nehmen und dann am Ende meines Zuges auch wieder hier auf meinen Plan zu puzzeln. Genau, das sind die drei Optionen, die wir haben. Entweder Kalksteinmarker nehmen, Luminos-Plättchen aus der eigenen Auslage nehmen oder ein Luminos-Plättchen aus der eigenen Auslage auf unser Tableau bauen. Und wenn wir das quasi alle reihum gemacht haben, das heißt, jeder Spieler hat jetzt seinen Zug gemacht, das können wir einmal kurz simulieren. Wir machen hier einfach, der hat irgendwie das gebaut und der hat hier vielleicht irgendwie das gebaut und hier irgendwie noch was aus der Auslage. So haben wir das irgendwie so, der hat sich irgendwie sowas genommen. Ja, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, sagen wir mal so. Und der hat das hier in die Mitte gelegt, jetzt liegen hier vier, das passt soweit. Dann sind alle einmal dran gewesen und dann müssen wir entscheiden, ob wir eine Wertung durchführen. Am Ende jeder Runde wird reihum gefragt, beginnt beim Startspieler, ob jemand eine Wertung ausführen möchte. Und diese Wertungen, das sind ja quasi diese kleinen Wertungsplättchen, die jetzt ins Spiel kommen. Ja, und es geht darum, wie viele Zahlen man in jeder Ebene hat. Also es wird quasi in jede Ebene geguckt. Wenn ich jetzt sagen würde mal, ich bin der grüne Spieler, ich bin hier der Startspieler, ich werde jetzt als erstes gefragt und ich sage, ja, ich möchte eine Wertung ausführen und zwar möchte ich die grüne Wertung ausführen. Wichtig, jede Wertung könnt ihr nur einmal im Spiel ausführen. Das heißt, innerhalb dieser 10 Runden wollt ihr diese vier Wertungen möglichst effektiv ausführen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eher so in den letzten Runden passiert, dass man in den ersten Runden vielleicht mal so eine Wertung ausführt, um ein bisschen flexibler in den Farben zu sein und im Aufbau zu sein. Aber meistens werden die Wertungen hier am Spielende gemacht. Wobei man sagen muss, dass es hier am Spielanfang noch ein paar ganz coole Boni gibt, die es am Spielende dann nicht mehr so gibt. Komme ich gleich nochmal zu. Und ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte eine Wertung ausführen, dann drehe ich mein Wertungsplättchen hier auf die Quallenseite, um anzuzeigen, dass ich diese Wertung schon gemacht habe und nun zähle ich von dieser Farbe die Zahlen hier und addiere sie auf und zwar in jeder Ebene. Ich gucke in die unterste Ebene und sehe, ich habe hier eine 6 liegen. Das heißt, ich würde jetzt 6 Punkte bekommen. Hätte ich hier eine 4 und eine 6 liegen, würde ich für die Ebene nur 4 Punkte bekommen, denn es zählt immer die unterste oder die niedrigste Zahl in einer Ebene. Dann gucke ich eine Ebene drüber, ob ich da noch eine Zahl habe. Ich könnte zum Beispiel, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach Plättchen, ich hätte das so gelegt, dann hätte ich in der nächsten Ebene eine 3. Das heißt, ich würde hier 4 plus 3 bekommen, 7 Punkte. Und das mache ich für jede Ebene. So, hier wäre es jetzt fertig und ich würde sagen, alles klar, ich kriege 7 Punkte für meine grüne Wertung und trage mir dann hier 7 Punkte auf der Spielerleiste ab. Dann ist der nächste Spieler am Zug, der wird auch gefragt, möchte eine Wertung machen, der sagt nein, der nächste ist am Zug und der sagt auch wieder nein. Dann gucken wir, wer
die letzte Wertung gemacht hat, also wer als letztes angesagt hat, er möchte eine Wertung machen, und derjenige bekommt den Startspielermarker. Das heißt, der zuletzt eine Wertung gemacht hat, wird immer Startspieler für die neue Runde. Wir schieben dann die Schildkröte eine Runde weiter. Wir gucken, ob in der Auslage genug Luminos vorhanden sind. Das sind, und jeder füllt wieder seine eigene Auslage so auf, dass er 4 Luminos hier liegen hat. Dann gibt es noch eine Sache bei der Wertung, und zwar ist es so, dass je nachdem, in welcher Runde ihr eine Wertung vollführt, ihr noch Kalksteine als Belohnung bekommt. Und das seht ihr hier oben auf dem Tableau. Hier seht ihr, wenn ihr in den Runden 1 bis 4 eine Wertung durchführt, dann bekommt ihr 4 Kalksteine als Belohnung, bei 5, 6, 7 2 Kalksteine, bei 8, 9 1 Kalkstein und bei der 10. Runde dann leider gar nichts mehr. Das ist auch okay. Und das machen wir dann 10 Runden lang, und dann am Ende wird ausgewertet, wer die meisten Siegpunkte hat. So, wie machen wir das? Als erstes ist es so, dass wir einmal schauen, wie viele Wertungsplättchen ein Spieler noch auf dem Tableau hat. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, aber er hat doch wahrscheinlich, wenn er 4 Wertungen gemacht hat, auf jeden Fall 4 Wertungsplättchen auf dem Tableau. Nein, es gibt nämlich noch eine Bonusaktion oder eine Zusatzaktion. Ihr könnt nämlich mit gewerteten Wertungsplättchen einmal im Spiel oder bevor ihr dran seid in eurem Zug, einmal die komplette Auslage ändern, beziehungsweise beliebig viele von den Luminos, die hier in der Auslage sind, wieder in den Beutel werfen und dann wieder so viele ziehen, dass hier wieder 4 vorhanden sind. Oder ihr könnt eure eigene Auslage einmal austauschen mit diesen Wertungsplättchen. Das heißt, diese Wertungsplättchen kann man quasi abgeben während des Spiels. Und dann macht das hier Sinn, dass man pro Wertungsplättchen, was man am Ende dann noch übrig hat, und man kann auch nur die gewerteten Wertungsplättchen benutzen, dann hier 2 Siegpunkte bekommt. Dann gibt es für 2 Kalksteinmarker, die ihr noch übrig habt, jeweils einen Siegpunkt. Und dann kommen wir zu den Symbolen, denn es gibt auf den Luminos-Plättchen hier verschiedene Symbole. Es gibt hier diese Schellmuscheln, es gibt diese Krebse, Seepferdchen und die Seesterne. Und ja, dann schaut ihr, wie viele von diesen Symbolen ihr eigentlich sichtbar habt, wenn ihr bei euch so drauf schaut. Denn ja, es kann ganz gut mal sein, dass ihr vielleicht solche Plättchen gelegt habt, aber ihr habt sie dann überdeckt, weil ihr vielleicht eine Ebene höher bauen wolltet. Ja, und dann schaut ihr einfach, wie viele ihr habt. Bei den Schellmuscheln, die sind am wenigsten wertvoll, von denen gibt es aber auch am meisten. Ja, bekommt ihr dann dementsprechend viele Punkte nach der Tabelle hier. Also zum Beispiel bei 4 Seesternen bekommt ihr nochmal, bei 4 oder mehr Seesternen bekommt ihr nochmal 14 Punkte. Und dann zählt ihr nochmal die Anzahl der Flächen der einzelnen Korallenarten. Und da schaut ihr dann, ja, wie in so einer Mehrheitenwertung, wer die meisten Kreise hier von oben drauf geguckt von dieser Farbe in seinem Korallenriff hat. Und derjenige, der die meisten hat, bekommt 4, der die zweitmeisten hat, bekommt 2. Das für jede Farbe einmal bei Gleichstand. Ja, da müsst ihr einfach, nehmt ihr die Punkte für den ersten und zweiten Platz zusammen und teilt euch die. Also wenn 2 die meisten haben, bekommt jeder 3 Punkte. Genau, und dann ist es einfach, wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Das waren die Regeln für Lumicora. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unter die Arme greifen, sodass ihr die Anleitung nicht durchforsten müsst, sondern jetzt direkt losspielen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß schon mal bei der ersten Partie. Und ansonsten würde ich euch jetzt ganz gerne erzählen, wie mir das Spiel gefallen hat. Ich finde Lumicora wirklich sehr gut, muss ich sagen. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich hatte es schon mal vor knapp einem Jahr im Würfel und Zucker ausprobiert. Da gab es einen kleinen Prototypen, den hat Rita uns gezeigt. Und da war ich schon relativ gefesselt. Ich fand, es war der beste Prototyp, den sie uns an dem Abend gezeigt hatte. Und war dann gespannt, wann es dann endlich rauskommt. Denn es hat auf jeden Fall Potenzial gehabt damals schon. Und ich muss sagen, es gefällt mir jetzt mittlerweile ja viel besser noch, weil jetzt das Artwork dazu auch stimmt. Spielerisch fand ich es vorher auch schon ziemlich cool. Und jetzt sieht es auch noch top aus, muss man sagen. Lumicora ist ja ein, ja, ich würde sagen, ein seichtes Kennerspiel, also ein Kennerspiel für Anfänger, die so ein bisschen in den Kennerspielbereich reinschnuppern wollen, würde ich sagen. Und es hat es aber faustdick hinter den Ohren. Ich finde zum einen einmal die Entscheidung, wann ich meine Wertung auslöse, relativ interessant. Es ist natürlich, im ersten Moment würde man denken, okay, macht ja Sinn, irgendwie in den letzten 4 Runden die Wertung auszulösen, damit ich dann ja möglichst viel gebaut habe, auch in dieser Zeit, und dann auch die meisten Punkte bekomme. Aber das muss gar nicht unbedingt am besten sein. Es kann auch sein, dass ihr am Anfang eine Wertung auslösen wollt, vielleicht für, keine Ahnung, 10, 11 Punkte, um euch eine Menge Kalkstein zu holen, das ihr dann braucht, um ja besser bauen zu können, um ein bisschen
ja, weiterbauen zu können, um das Ganze ein bisschen aufzulockern in eurem, auf eurem Spielplan. Und dann vielleicht die hinteren drei Wertungen dann irgendwie zum Schluss zu machen oder ihr teilt das 2-2 auf. Und es ist auch so, dass wir ja nie gewiss sein können, dass wir zum Schluss genau die Farbe, die Korallenfarbe bekommen, die wir denn dann auch benötigen. Das heißt, es kann sein, wenn wir unsere Wertung zum Schluss machen, dass wir ja uns Kalkstein durch die Lappen gehen lassen und gar nicht mehr Punkte bekommen, weil wir zwischendurch gar nicht die Steine bekommen haben, die Luminos bekommen haben, die wir brauchen. Ja, es ist immer so ein kleines, ja, Hin- und Her-Spiel, ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, muss man sagen, je nachdem, was die Gegner einem geben. Man kann das natürlich auch gemein spielen, man kann immer darauf gucken, okay, was für Luminos sollte ich jetzt aus meiner Auslage vielleicht nicht in die Mitte legen, damit ich, dem nicht irgendwas gebe, was er braucht. Vielleicht liegen da schon zwei einer Farbe und ich lege den dritten dann ja sicherlich nicht dazu, damit er drei auf einmal bekommt, aber vielleicht braucht er die Farbe gar nicht mehr, weil er die schon gewertet hat, dann kann ich das ruhig machen. Also es ist ein sehr taktisches Hin und Her und man muss auch ein bisschen seine Gegner beobachten, das finde ich wirklich sehr interessant. Außerdem muss ich sagen, ist auch tatsächlich dieses, wann ich werte und wann ich dann den Startspieler bekomme, relativ relevant. Denn es ist ja so, dass der letzte Spieler, der eine Wertung in einer Runde durchgeführt hat, dass er den Startspieler bekommt und Startspieler, den Startspieler zu bekommen, kann teilweise ein Vorteil sein, wenn man ja schon irgendwie weiß, welche Steine man benötigt, aber es kann auch ein Nachteil sein, weil wenn man als Letzter dran ist, können die anderen die Auslage ja teilweise so ein bisschen präparieren und einem ja vielleicht irgendwie gute Steine wegschnappen, die man schon braucht. Ist auch sehr interessant, ein sehr interessanter Faktor. Also es gibt so kleine Zahnrädchen hier und da, die das Spiel wirklich sehr interessant machen, muss ich sagen. Dann das Material und auch das Artwork, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde, die sehen sehr gut aus, die Steine. Man hat auch sehr große Nummern. Ich war ein bisschen froh, auch bei der Regelerklärung, dass ich nicht die ganze Zeit reinzoomen musste, weil man die Zahlen ja dann auch relativ ganz gut von Weitem erkennt. Bei den gelben Plättchen haben sie, glaube ich, bei der 6, also zumindest in meiner Version, vergessen, einen Punkt zu machen. Ne? Bei den blauen Plättchen haben wir den Punkt bei der 6, bei den gelben ist der dann nicht vorhanden. Ja, ist denen wahrscheinlich durchgerutscht, finde ich aber auch jetzt nicht so schlimm. Und ansonsten, ja, schönes Material. Ich finde, die Steine sind toll, die Fische, die Schildkröte, auch der Startspieler-Token, es hat irgendwie was. Ist jetzt nicht zu overpompös, kann man natürlich nicht mit irgendwelchen Kickstarter-Versionen vergleichen, aber ich finde, für so ein schönes, seichtes, ja, Familien- bis Kennerspiel, rundum eine gelungene Sache. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Variationen für Leute, für denen es einfach ein bisschen zu schnell zu einfach wird. Das finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Es gibt zum einen hier, hatte ich auch kurz erwähnt, die Rückseite des Plans. Also da haben wir dann einen anderen Korallenplan. Also wir können dann hier mit verschiedenen Kalkdingern arbeiten. Es gibt dann so Minuspunkte, falls man die nicht belegt hat am Ende. Das heißt, das bringt nochmal eine etwas einfache oder eine etwas andere Herausforderung. Und dann gibt es noch eine alternative Wertungsseite des Tableaus. Das finde ich auch nochmal ganz cool. Ja, da könnt ihr die einzelnen Symbole nochmal ein bisschen anders werten. Das bringt auch nochmal ein bisschen Variation mit rein. Also wie oft habe ich es gespielt? Ich glaube, wir haben es viermal jetzt gespielt. Wir haben aber eigentlich immer die Standardseite gespielt, weil es einfach auch reicht und weil wir da auch schon unterschiedliche Sachen ausprobieren wollten. Und jetzt, ich glaube, so bei dem fünften Game werde ich mich jetzt an diese anderen Seiten einmal rantasten, beziehungsweise ja, dieses Korallending hier, dieses mit diesem anderen Kalkstein-Ding, das haben wir auch schon gespielt, aber die andere Wertungsseite, die haben wir noch nicht gezockt. Die muss ich dann auf jeden Fall nochmal zocken und ja, da kommt es so ein bisschen drauf an, da wollt ihr die Symbole in unterschiedliche in unterschiedliche Muster nochmal bringen. Das klingt auch ganz cool. Das heißt, da muss man dann auch noch tatsächlich drauf achten, wie man seine Symbole anordnet. Ist dann auf jeden Fall noch eine Stufe drauf und macht es dann zu einem richtigen Kennerspiel, würde ich sagen. Kurz und knapp, das war meine Meinung zu Lumicora inklusive Regelerklärung. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Und ansonsten, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich brauche euch, um in meinem Kanal zu wachsen. Ich brauche eure Unterstützung und freue mich über jeden, der hier hängen bleibt an meinem Kanal. Das ist die Motivation, die ich ja ziehe, dass ich mit meinem Kanal wachsen kann, hier Videos für euch zu machen. Es macht mir natürlich auch so Spaß, aber das ist immer noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Einmal ein Gespielt-Video aus den letzten Tagen und Wochen. Da stelle ich 7 Spiele vor. Und ja, erkläre so ein bisschen, wie sie mir gefallen haben, was ich so erlebt habe bei den Partien. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht auch ganz interessant für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.